habe ich gerade verpasst. Ich habe was auf dem Ohr. Kraftwerk kenne ich persönlich. Ach so, also, Kraftwerk kennst du persönlich, so rum. Ja. Ah, du bist also auch so ein Elektromusik-Fan. Ja, ich bin auch die ältere Generation ein bisschen, also ich bin damit groß geworden. Darf ich dich fragen, wie alt du bist? 37. Ich fühle mich schon alt. Okay, ja, das ist du bist nicht alt. Also die heutigen 30er sind ja die früheren 20er, dass wir das mal geklärt haben. Und dann, da versucht sich jemand gerade selber zu verteidigen, höre ich hier raus. Nein, aber letztens war ich auf den Ringen in Köln und da habe ich mich schon sehr alt gefühlt. Gut, da geht man auch in unserem Alter, in deinem Alter nicht mehr hin. Danke. Urs, du bist ja jetzt nicht nur hier, um mit mir zu talken, sondern ich übergebe dich auch mal dem Tammert. Gerne, also Tammert ist auf jeden Fall, finde ich super. Ich habe gerade gehört, dass er etwas jünger ist als ich, sein Mann. Und er sagte, dass er ja, das wäre normal, also dass es ein Türke, sag ich mal, mit der Musik sich auseinandersetzt. Was ich eigentlich gut finde, dass er so denkt, aber es ist wirklich nicht normal. Also ich habe viel mit jungen Leuten zu tun und ich kenne viele arbeite mit Jugendlichen und sehe, dass das also nicht normal ist. Und ich finde das gut, dass er halt da in dem Bereich sich da verwirklicht oder sich da austobt und dass er sein Ding da durchzieht. Das finde ich super. Deswegen wollte ich ihm nur so sagen, dass das also auf dem richtigen Weg ist, sag ich mal. Dass auch mal er unsere Türken, sag ich mal, da ein bisschen halt ins positive Licht rückt, so dass ich das sagen darf. Es hat jetzt gerade, glaube ich, dem Tammert die Sprache verschlagen. Ich sehe hier gerade, also es hat ihn geschmeichelt. Ja, vielen Dank für deine netten Worte. Aber ich weiß jetzt gar nicht so genau, ob ich so als Vorzeigemodell oder so hinhalten möchte. Ich glaube, das ist einfach bei mir durch Zufälle einfach so gekommen, dass ich ganz früh ein Musikmagazin in der Hand hatte und da stand irgendwas drin, was mich begeistert hat. Und und das war dann so ein Schneeballeffekt. Jo, was bescheiden der Junge hier ist, ne? Und dann war das so. Das ist ja das, was ich auch gerade meinte. Oh, du hast es ja auch mitbekommen, ne? Der zieht sich dann immer so schön zurück und sagt, das war jetzt halt so, das ist jetzt so. Es ist ja nicht immer so, nein, ne? Also, was machst du beruflich? Ich bin Sachverständiger und Fahrlehrer. Also ich habe da mit Musik, also persönlich, also nur privat mache ich Musik, aber beruflich nicht. Zu meiner Zeit war es sehr schwierig, da auf den Markt reinzukommen, da sich auszutoben, zu lernen und da in dem Bereich sich zu verwirklichen und zu entwickeln, war wirklich sehr schwer. Oder hätte man, also mit vielen großen Hindernissen. Und viele wie ich, auch einer, der da halt Handicap hatte und es nicht geschafft hatte, ist halt ein bisschen so hängen. Für so einen ist dann Tammert auf jeden Fall jemand, der es geschafft hat und auf den man aufschaut und Props sendet. Das sieht er nicht so, das ist egal, das kläre ich gleich mit ihm. Genau. Und zwar hau ihm auf die Nase. Das mache ich jetzt. Nicht auf die Nase, ich hau ihm auf die Löffel. So. So, dann machen wir auch einfach weiter mit ein bisschen Musik und ihr könnt natürlich weiterhin eure Vorstellungen uns schreiben. 0221 5678 9779, das ist unsere garantiert SMS-taugliche Nummer. 0221 5678 9779. Nächste Runde startet ihr.